Das hier könnte mein letztes Video sein und ich sage euch heute auch, warum. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du dieses Video siehst, hast du es geschafft, deinen Kanal zu retten und er wurde noch nicht gelöscht. Das Spiel ist aber noch längst nicht zu Ende. Du hast nun 24 Stunden Zeit herauszufinden, wer ich bin und warum ich dich bedrohe. Wenn du es nicht schaffst, veröffentliche ich dein dunkelstes Geheimnis. Dieses Video wurde ohne meine Zustimmung und von einer dritten Person, in dem Fall diesem Hacker, den ihr dort gesehen habt, auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Bevor ich jetzt weiterrede und euch nochmal chronologisch erzähle, was gestern passiert ist und was daraus für meine heutige Analyse wichtig ist, tut mir bitte einen Gefallen, schaut euch nochmal einmal das Video von gestern an, damit ihr alles versteht, was ich euch jetzt hier erzähle. Ich werde euch jetzt noch mal einmal chronologisch vorstellen, was gestern passiert ist und was ich gemacht habe. Als allererstes habe ich gestern eine Nachricht hier auf meinem Handy bekommen von einer Nummer, die ich nicht eingespeichert habe. Ich habe gestern von dieser Nummer eine Nachricht bekommen, dass ich genau 3 Stunden Zeit habe, meinen Kanal wiederzubekommen. Ansonsten wird dieser für immer gelöscht, weil die Person ein ernsthaftes Problem mit mir hat, aber sie hat auch gesagt, sie gibt mir eine Chance, denn jeder hat eine zweite Chance verdient. Schlussendlich habe ich es dann geschafft, auch auf meinen Kanal wieder zugreifen zu können, sonst hättet ihr auch das Video von gestern nicht sehen können. Und heute werde ich probieren, mit euch gemeinsam herauszufinden, wer sich hinter dieser Maske und hinter dieser Nummer verbirgt, wer dieses andere Video auf meinem Kanal hochgeladen hat. Und als allererstes werden wir dafür dieser Nummer hier eine Nachricht schicken. Okay, Freunde, ich teste jetzt einfach mal, ob ich der Nummer noch eine Nachricht schreiben kann. So, wir schreiben jetzt einfach mal, hallo, ich kann wieder auf meinen Kanal zugreifen, aber warum möchtest du mein dunkelstes Geheimnis veröffentlichen, was niemand wissen darf? Ich habe es doch geschafft, innerhalb der 3 Stunden meinen Kanal wieder zu bekommen. Okay, ich habe die Nachricht jetzt abgeschickt. Wir schauen mal, ob die rausgeht. Okay, wir haben tatsächlich nur einen Haken. Das heißt, entweder der Kontakt hat sein Handy ausgeschaltet oder mich blockiert. Ich glaube, dann probieren wir die Nummer mal einmal kurz anzurufen. Okay, Freunde, wir rufen die Nummer einfach mal direkt an. Okay, ihr habt es gehört, am Ende war einfach nur noch ein Rauschen und dann wurde die Nummer einfach aufgelegt. Okay, das ist sehr komisch. Freunde, wie ihr merkt, probiere ich jetzt gerade gemeinsam mit euch meinen Kanal wiederzubekommen, damit das Ganze hier nicht mein letztes Video sein wird. Wenn ihr wollt, dass ich weiter Videos hier auf diesem Kanal hochlade, dann tut mir jetzt bitte alle mal einen Gefallen, um mir die Kraft zu geben, dass ich dieses Rätsel lösen kann, denn das dunkelste Geheimnis hat tatsächlich mit zu tun. Und die Infos zu diesen 2 Personen dürfen niemals veröffentlicht werden, weil wenn das veröffentlicht wird, dann kann ich meine Karriere beenden, meinen YouTube-Kanal von mir aus löschen. Und ja, das darf niemals an die Öffentlichkeit kommen. Deswegen, Freunde, gebt mir die Kraft, abonniert jetzt bitte alle noch einmal den Kanal. Ich prüfe mal einmal kurz. Ihr wollt mir doch helfen, deswegen abonniert jetzt bitte einmal. Okay, und schreibt jetzt einmal in die Kommentare Hashtag Eierkopf, um mir zu zeigen, dass ihr hinter mir steht. Also Freunde, um jetzt herauszufinden, wer meinen Kanal gehackt hat und wer hinter dieser Aktion steckt, habe ich tatsächlich nochmal überlegt, was gestern alles passiert ist und ob ich irgendetwas vergessen oder verpasst habe. Dafür habe ich mir nochmal das Videomaterial von dem gestrigen Video angeguckt und als allererstes sind wir in dem Lost Place gewesen. Dort war außer dem Zettel, den wir gefunden haben, nichts Besonderes oder meiner Meinung nach nichts Relevantes. Danach bin ich zum Süßigkeitenladen und zu Alper gefahren. In Alpers Süßigkeitenladen haben wir dann sogar auch nichts gefunden und drinnen im Laden wurde nichts versteckt. Aber da kam dann die erste Sache, die extrem auffällig war. Als ich den Laden verlassen habe, wurde ich ja von einer Person angerempelt und die hat dann den nächsten Hinweis fallen lassen. Und da stellt sich die Frage, wer ist diese Person, die mich angerempelt hat? Ist das der Hacker? Ist das die Person, die hinter all dem steckt? Und dafür habe ich mir nochmal das Videomaterial angeguckt und ihr seht es jetzt
hier auch natürlich nochmal eingeblendet. Auf der originalen Videoaufnahme hat man tatsächlich die Person und auch das Gesicht gesehen von der Person, die mich angerempelt hat. Zwar hat die Person eine Kapuze aufgehabt, trotzdem erkennt man sein Gesicht. Und ihr seht es jetzt zwar hier zensiert, aber ich habe sämtliche Leute angeschrieben, sämtliche Leute gefragt, auch Alper gefragt, ob er diese Person kennt, und keiner hat eine Ahnung, wer das sein soll. Weswegen meine Vermutung war, dass diese Person entweder von dem Hacker bezahlt wurde und eigentlich gar nichts damit zu tun hat, sondern einfach nur dafür zuständig war, mich anzurempeln und dann wegzurennen. Ihr habt ja auch gesehen, ich wollte hinter der Person hinterherrennen, habe sie dann aber nicht erwischt, und als wir dann im Nachhinein nochmal zu dritt geguckt haben, Ali, Alper und ich, haben wir diese Person nicht mehr gefunden und keiner hat diese Person mehr gesehen. Das heißt, auch das fällt tatsächlich weg. Kommen wir zu der nächsten Sache, die auffällig war. Wir waren beim Riesenrad. Da war nichts Besonderes, da hätte einfach irgendjemand den Zettel abgeben können. Aber eine Sache, die auffällig war, wie ist dieses Glumanda in den Greifautomaten gekommen und wer hat diesen Zettel an Glumanda drangeklebt? Und auch da ist mir eingefallen, wir sind sogar ohne Video nochmal zu den Inhabern gegangen, haben gefragt, wer diesen Glumanda dort reingelegt hat, und die haben gesagt, jemand hat den Glumanda gespendet und meinte, tut den einfach in die Maschine rein, und den Zettel haben sie dran gelassen, weil die mysteriöse Person gesagt hat, dass dieser Zettel unbedingt dranbleiben soll, und die Inhaber von dem Greifautomaten haben es halt einfach nicht weiter hinterfragt. Ich meine, die haben sich gefreut. Gratis Plüschtier, die können dadurch ein bisschen Umsatz machen, kann ich natürlich verstehen. So, und jetzt, nachdem wir dann bei dem Greifautomaten waren, hatte ich nur noch ganz, ganz wenig Zeit. Wir sind dann wieder zum Horror-McDonald's gelaufen, weil auf dem Glumanda ja ein McDonald's drauf war, und normaler McDonald's hat in dem Fall für mich keinen Sinn gemacht, und wir sind zum Horror-McDonald's gefahren, weil wenn schon jemand meinen Kanal hacken will, warum sollte er dann zu einem normalen McDonald's fahren? Und dieses Happy Meal habe ich mir jetzt hier sogar nochmal zu mir geholt. Das habe ich bewusst noch nicht weggeworfen. Und ihr seht, hier auf diesem Happy Meal war dieser letzte Teil von dem YouTube-Passwort von mir. Fragezeichen, LA, Ausrufezeichen und eine Zielfahne. Ich habe dann mir nochmal Zeit genommen und auch nochmal hier reingeguckt. Das sind ja hier die anderen Teile von dem Passwort. Dann haben wir hier den Cheeseburger, der ist noch eingepackt. Den hatte ich schon ausgepackt. Da ist nichts Besonderes drin. Wir haben hier noch diesen Fruchtquatsch. Auch dort steht nichts weiter drauf. Dann haben wir noch diese Mayonnaise. Ich habe mir wirklich alles im kleinsten Detail hier angeguckt. Auch auf der Mayonnaise ist nichts drauf. Und sonst, außer dem Pommes, ups, ist hier nichts weiter drin. Auch auf dem Pommes war nichts drauf. Und dann habe ich überlegt, die Person hat ja hier draußen was draufgeschrieben. Und das ist mir, warum auch immer, gestern einfach nicht aufgefallen. Und ich habe nicht dran gedacht. Ich meine, wir waren in einem Ultra-Zeitdruck. Wir hatten nur 3 Stunden Zeit. Und als wir bei McDonald's losgelaufen sind, waren nur noch, glaube ich, 6 Minuten knapp auf der Uhr. Und dann habe ich das Happy Meal umgedreht. Und hier seht ihr tatsächlich Folgendes. Auf den ersten Moment sieht das für euch wahrscheinlich so aus, da hat einfach jemand irgendwie Striche und Punkte hingemalt. Und dann habe ich mit meinem Papa telefoniert und der meinte, ey, das ist ein Morsecode. Und diesen Morsecode geben wir jetzt einfach mal gemeinsam ein. Also Freunde, wir sind jetzt hier auf Morsecode kodieren und dekodieren. Und ich gebe jetzt einfach mal genau den Morsecode ein, so wie wir ihn hier haben. Wir haben einmal ein Strich, Punkt, Strich. Ich glaube, dann ist es ein Leerzeichen. Leerzeichen, Strich, Punkt, Punkt, Strich. Leerzeichen, Punkt, Strich, Punkt, Punkt. Okay, ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ich werde es jetzt live mit euch einfach mal testen. Oh, Kaxel. Warte mal, vielleicht ist das auch auseinandergeschrieben. Wissen wir nochmal. Ah! Oh mein Gott, jetzt macht das Sinn! Als Klartext kommt jetzt aus dem Morsecode tatsächlich Kanal raus. Warte mal. Moment. Ey, Freunde, das ist mir gestern gar nicht aufgefallen, aber ich bin hier jetzt nochmal auf meinen Kanal gegangen. Und ihr seht, hier ist ja das Video noch online. Das habe ich bewusst noch nicht gelöscht. Und wenn wir jetzt hier uns das Video einmal genauer angucken, da hatte ich gestern gar keine Zeit für, dann ist mir aufgefallen, als allererstes der Titel von der Datei ist, es geht weiter. Und dann haben wir hier in der Beschreibung einfach mal einen anderen Teil von dem Morsecode. Also, Digga, es ist geisteskrank. Das ist mir nicht aufgefallen bis gerade, weil ich wollte mir das live aufheben, dass ich diesen ersten Teil mit euch gemeinsam entkodiere. Warte mal, jetzt packen wir mal diesen Code. Ey, Freunde, das ist so krass, ne? Ich glaube, wir kommen der Person langsam auf die Schliche.
machen jetzt Slash und geben jetzt den anderen Morse-Code ein. Und was kommt dabei raus? Kanalinfo! Oh mein Gott, warte, was? Ist irgendwas in meiner Kanalinfo drin? Hä? Warte, wir gucken einfach mal live rein. Okay, warte mal, wie finde ich nochmal die Kanalinfo? Community? Nee. Ah, ich glaube hier. Hier ist mein Standardtext. Hä? Ist hier irgendwie ein Link oder so? Okay, Freunde, inzwischen ist tatsächlich hier etwas aufgetaucht. Ihr seht, hier oben hat sich nichts verändert bis hier. Und ganz unten ist tatsächlich das hier aufgetaucht. Punkt, 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 Doppelpunkt und dann irgendwelche chinesischen Schriftzeichen. Warte mal, ich gehe mal direkt auf Google und gebe mal ein Chinesisch-Deutsch-Übersetzer. Okay, ey, wenn was da jetzt rauskommt, Digga, seid ihr bereit? 3, 2, 1, Passwort? Hä? Passwort? Passwort. Meint er das Passwort von gestern? Habe ich irgendwas übersehen? Also hier habe ich die ganzen Zettel, die ich gestern gefunden habe, Freunde, in der Reihenfolge aneinander geklebt, wie ich sie gefunden habe. Das war der erste, das war der zweite, der dritte und der vierte. Und dann das fünfte hier auf der McDonald's-Packung. Hä? Ey, Freunde, ich habe jetzt ungelogen die letzte halbe Stunde damit verbracht, irgendwie irgendwas aus diesem Passwort noch rauszulösen. Irgendwas mit der 14, mit der 3, mit AI. Aber es macht alles vorne und hinten keinen Sinn. Ich habe jetzt noch eine Idee gehabt. Und zwar werde ich jetzt einmal Ali anrufen, der ja im gestrigen Video auch mit dabei war und mir bei dem Video geholfen hat. Vielleicht hat er ja noch eine Idee. Ich rufe ihn mal an und frage ihn mal. Moin, Kev, was geht? Hallo, Ali. Na? Na, wie geht's? Ja, Digga, scheiße. Ich bin gerade die ganze Zeit noch dabei, diese Videonachricht zu entschlüsseln. Kannst du dich noch dran erinnern gestern? Ja, stimmt. Und ich bin gerade geisteskrank unter Druck, weil ich habe nicht mehr wirklich viel Zeit. Die 24 Stunden, die laufen ja ab. Und ich bin jetzt schon so weit, dass ich darauf gekommen bin, dass ich irgendwas mit dem Passwort machen soll. Aber ich check nicht, was ich mit dem Passwort machen soll. Ich habe ja meinen Kanal wieder und das Passwort habe ich ja auch schon geändert. Dem Passwort? Ja. Hey, ich sag dir ehrlich, gar keinen Plan. Hast du schon mal die Polizei eigentlich angerufen? Die Polizei? Nein. Ja, dann mach das lieber mal, weil langsam ist jetzt echt nicht mehr lustig. Ah ja, stimmt, die sind ja auch so für Internetsachen zuständig, ne? Ja, ja klar, die können ja rausfinden, was passiert ist. Ja, okay, gut, nee, dann du hast recht, ich frag mal die Polizei, was ich machen kann. Vielleicht haben die ja irgendwie eine Möglichkeit, diesen Täter zu finden. Ja, Mann, mach das am besten und sag dann Bescheid, ne? Okay, alles klar, danke, ciao. Okay. Freunde, ich rufe die Polizei an. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Okay, Freunde, wir geben jetzt die Polizei Notrufnummer ein. 110 und anrufen. Hallo, die Notrufzentrale hier. Hallo, schönen guten Tag. Ich rufe an, weil mein YouTube-Kanal wurde gehackt. Also meine Daten wurden irgendwie geklaut und ich brauche da irgendjemanden, der so für so kriminelle Sachen im Internet zuständig ist. Kann ich da irgendwie eine Anzeige aufgeben? Das ist nicht unser Bereich. Okay, und wo muss ich da hin? An wen muss ich mich da wenden? Da müsste ich an der Montag hier an der nächstgelegenen Dienststelle direkt die Anzeige aufgeben. Okay, und Sie können da jetzt gar nichts machen? Nee, da können wir jetzt nichts machen. Das hier ist die Notrufnummer. Tut mir leid. Okay, alles klar. Dankeschön. Tschüss. Digga, hä? Muss ich jetzt echt bis morgen warten, um zur Polizei gehen? Das Ding ist, Freunde, ich nehme das Video heute am Sonntag auf und morgen, wo ihr das Video seht, ist ja erst Montag und ich habe nur noch bis heute um, ich glaube, 19 Uhr oder sowas Zeit. Was soll ich denn jetzt machen? Ey, Freunde, es ist noch ein neues Video auf dem Kanal, gerade eben hochgeladen worden. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe die Seite hier sogar offen gehabt, aber als ich die gerade neu geladen habe, ich wollte noch mal gucken, ob ich hier irgendwelche Hinweise übersehen habe, ist tatsächlich dieses Video hier online gekommen. Lass es sein. Ich habe es noch nicht angeguckt. Wann ist das denn hochgeladen worden? Hör auf. Punkt, Punkt, Punkt. Hä? Digga, ich habe doch hier alle Leute aus meinem Account rausgeworfen. Ich habe das Passwort geändert. Okay, wir gucken es uns an. Ich merke, du hast das Rätsel fast gelöst. Solltest du aber im Laufe der letzten 24 Stunden die Polizei über den Vorfall informiert haben, kann dir etwas Schlimmes passieren. Was? Was hat er gesagt? Solltest du aber im Laufe der letzten 24 Stunden die Polizei über den Vorfall informiert haben, kann dir etwas Schlimmes passieren. Ey, ich habe gerade die Polizei angerufen. Was ist das denn? Hä? Bruder, wie kann der das da auf meinem Kanal hochladen? Ich
könnte so ausrasten, ne? Ich könnte so ausrasten, ne? Ihr seht jetzt hier ein Video eingeblendet. Ich mach's mal kurz an. Ja, Kevin, was soll ich dir sagen? Ich bin der Hacker. Ali und ich haben dich nämlich komplett auseinandergenommen als Strafe oder als Rache, dass du letztes Jahr kein Video mit mir aufgenommen hast. Habe ich gedacht, nehme mich einfach ein bisschen hops und ich würde sagen, das ist uns auch gut gelungen. Ali und ich, wir haben dich komplett auseinandergenommen. Du bist so ein Loser, Junge. Digga, was soll das denn? Ey, Freunde, ich schwöre euch, ich bin so sauer auf Lenny und auf Ali, auch wenn das Ganze nur ein Scherz gewesen ist. Ich schwöre euch, ich werde mich rächen. Ihr müsst jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ich machen soll, um mich an Lumex und auch an meinem Cutter Ali zu rächen. Digga. Mann!